in Sachsen, die ja dieses Jahr noch stattfinden wird, im wunderschönen Land Sachsen-Anhalt. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ihr kennt mich wahrscheinlich auch gar nicht. Ich bin nämlich ein Gast aus dem fernen, fernen Thüringen. Mein Name ist Carsten Eckhardt. Ich bin im Moment der stellvertretende Landesvorsitzende der großartigen Thüringer Piraten und bin natürlich unglaublich erfreut, euch heute hier kennenlernen zu können und euch helfen zu können, diese wunderschöne Veranstaltung über die Bühne zu bringen. Wir werden gleich Diskussionsrunden hier eröffnen, wir werden das vielleicht auch nochmal genauer erklären. Es wird immer eine gewisse Anzahl Kandidaten hier vorne sein, 4 an der Zahl. Die werden wir losen und dann werde ich hier wunderbare, tolle, nette und auch ganz böse Fragen stellen, die ihr alle zu beantworten habt, ihr als Kandidaten. Und ihr als Gäste könnt natürlich auch, wenn ihr tolle Fragen parat habt, die irgendwie noch mir darreichen, irgendwie auf einen Zettel geschrieben oder mich antwittern oder eine Mail schreiben, wie auch immer. Ihr findet die Infos über mich im Netz, falls ihr Rechner habt. Ja. Die haben doch UMS bestimmt. UMS. Genau. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach ganz spontan an. Wir haben die Lose und wir werden jetzt losen. Welche Kandidaten? Rausdruck vorlesen, ganz einfach. Lesen muss auch noch. So, Spannung. Sandra. Ja, das ist so. Schlecht. Die ist noch nicht da. Dann mach gleich mal weiter. Letzter. So, schon mal nach vorne kommen. Wo du möchtest. Wo ist dir angenehm? Ist das ganze Podium? Alle. Wie kann ich da denn überhaupt da? Ich glaube 7. Oder 6. Oder so. So, das ist das erste, ne? Guck, das sind 2. Nein. Achso. René Meier. Meier. Ich hab's richtig geschrieben. So, ich nicht so. Einen noch. Ja. Sandra kommt wieder rein sozusagen. Sandra kommt wieder rein. Ralf Hartig. So. Wir haben eine Runde zusammen. Ich freue mich. Ich bitte Platz zu nehmen und dann fangen wir auch gleich an. Wie ist es denn mit dem Stream und mit euch? Versteht ihr mich auch wunderbar? Und uns, wenn wir so ungefähr reden, in dieser Lautstärke? Das geht? Ja, sehr schön. Wenn nicht, haben wir hier auch noch ein Mikrofon rumliegen. Vielleicht ist auch noch Dekoration. Das müssen wir noch sehen. Wollt ihr hier zu dritt sitzen und hier nur einer? Oder wollt ihr euch vielleicht auch anders verteilen, diese Runde? Okay. Sehr schön. Einfach nur. Wir nehmen nie nebeneinander nach Herzen zu. Na klar. So, viel mehr Ausgewogenheit, das gefällt mir doch. Okay, ich würde das jetzt so machen wollen, dass ihr euch jeweils ganz kurz vorstellt. Ungefähr eine Minute lang, also nur im Prinzip Namen und ein paar kurze Infos, so 2 Sätze vielleicht, was so das Wichtigste wäre, was man über euch wissen muss. Und dann kommen wir auch schon zum spannenden Teil. Ich glaube, ich will dir das hinhalten. Das? René, kannst du das einfach verzichten? So, brauche ich was anderes zu schreiben. Ich gebe dir ganz alten Schriftchen und Papier. Gut, so versteht ihr mich? So versteht ihr mich? Ja, ich denke schon. Das ist wunderbar. Gut, wie gerade schon mal erwähnt, wir machen eine kurze Vorstellung. Ihr werdet einfach nur eine Minute lang kurz über euch reden, so das Wichtigste über euch sagen und dann geht es los. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich brauche noch mal euren Namen, weil ich kenne euch alle gar nicht. Einfach nur mal Teil nach. Anne. Andreas. Der Andreas und... Der Ralf. Wunderbar. Gut, wir machen das einfach mal in der anderen Reihenfolge. Also der Ralf fängt es einfach an, eine Minute lang, ganz kurz das Wichtigste zu dir. Ja, also ich bin der Ralf Harting, ich komme aus dem schönen Abenrode, das liegt an der Grenze zu Niedersachsen, 2 Kilometer weg. Gebürtig bin ich aus Schwarzburg, lebe aber schon seit 14 Jahren in Sachsen-Anhalt, habe mich hier eigentlich richtig gut integriert. Bin gelernter Hotelfachmann, allerdings schon seit einigen Jahren raus, weil ich dann in die Industrie gegangen bin.
Und ich bin zu den Piraten gegangen, eben aus Freiheitsliebe und weil ich eben möchte, dass unsere Gesellschaft sozialer gestaltet wird, als sie bisher ist. Du sitzt ja jetzt 45 Minuten. Ich bin Andreas Breitschuh, besser bekannt als Lenster. Ich komme aus dem schönen grünen Bernburg. Ich bin dort geboren, wohne dort jetzt und kandidiere dann für diesen Wahlkreis, das ist die Nummer 71, und für die Landesliste. Ich bin so ein bisschen der Urheberrechtsexperte, könnte man sagen, bei uns im Landesverband, denn so viele gibt es davon gar nicht, auch wenn man das von Piraten immer denkt. Und ansonsten mache ich halt viele Sachen, die den Bereich der Commons betreffen. Das kann ich nachher auch mal erklären, falls es jemanden interessiert. Und bin allgemein immer dort zu finden, wo irgendwas getan werden muss. Ja, hallo, ich bin die Anne, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin im Vorstand von Sachsen-Anhalt als Beisitzerin. Dabei sind meine Aufgaben der Kontakt zur Projektgruppe, die sich mit dem Wahlkampf beschäftigt, und die Materialverwaltung. Geboren bin ich ich komme auch ursprünglich aus der Region Sandersdorf bei Bitterfeld, bin jetzt wohnhaft in Halle. Ansonsten, ich studiere Betriebswirtschaft, jetzt im 5. Semester, und ich studiere in Gera und arbeite zurzeit in Wolfen. Ja, ich bin René, derzeit im Landesvorstand Sachsen-Anhalt, bin seit 2009 Pirat und habe in den letzten Jahren sehr viel Hochschulpolitik gemacht, würde das natürlich dann entsprechend auch weitermachen. Ja, ich zähle mich eher so unter die Hacker und bin dann auch schneller mal dabei zu sagen, so, ich mache das jetzt einfach mal, als ewig vorher alles kaputt zu reden. Okay, du wirst jetzt auch gleich mein erstes Opfer. Du hast gesagt, du bist schon sehr lange bei den Piraten, seit 2009 ungefähr. Du hast also natürlich auch die Höhen und Tiefen miterlebt, die es ja immer mal wieder so bei uns gab und auch sicherlich auch geben wird. Wie glaubst du, kann man in einer Partei, die so basisdemokratisch und so anders organisiert ist wie wir, so im Vergleich zu den alten Parteien, zu den etablierten Parteien, wie kann man da effektiv eine andere Form von Politik verwirklichen? Also wie wollen wir Basisdemokratie umsetzen, wie wollen wir Beteiligung der Bürger und auch der Parteimitglieder eigentlich als MDBs dann umsetzen? Ja, ich glaube, was ein Grundverständnisproblem auch ist, ist, dass also viele Menschen verstehen das Wort Basisdemokratie immer als jeder muss über alles abstimmen und über alles Bescheid wissen, das ist natürlich Blödsinn. Also die Piraten sind ja, da fahren ja da auch eher das Konzept der liquiden Demokratie, also so diese flüssige Demokratie, so, dass sich eben in der Demokratie auch jederzeit Mehrheitsverhältnisse ändern können, dass sich auch Meinungen ändern können, dass Meinungen vor allem an Themen festgehaftet sind und nicht an irgendwie einzelnen Personen oder Parteien. Und ich denke, so werden wir das auch weiter umsetzen. Ich muss sagen, bei uns im Landesverband läuft leider das Feedback jetzt nicht so richtig toll. Ich hoffe, dass sich das bald ändern wird, wenn wir dann auf diese neue Oberfläche mit dem Bombay Crush oder dieses Satellitenkonzert gehen. Das ist ja relativ vielversprechend. Ich hoffe, dass es ein technisches Problem ist. Ansonsten ist ja ein Prinzip dieser Liquid-Demokratie oder auch dieser Basisdemokratie, wenn man das so weit nehmen will, dass grundsätzlich erstmal jeder die Chance haben soll, mitzureden, mitzubestimmen. Und da ist zum Beispiel einer der grundwichtigsten Punkte, dass man die Leute mit Mandat jederzeit ansprechen kann, dass man sich jederzeit mit ihnen unterhalten kann. Das macht eine klassische Partei auch so. Was die klassische Partei nicht macht, ist tatsächlich mit Meinungsumfragen zu arbeiten. Und ich denke, in der Richtung würden wir auch weiterarbeiten. Das muss sich dann aber die Praxis zeigen, inwieweit das auch so angenommen wird und inwieweit wir vielleicht sogar uns komplett neue Strukturen ausdenken können. Andreas, wie ist es bei dir? Nutzt du Liquid Feedback und findest du, dass das ein Tool ist, was man als Grundlage benutzen kann für vielleicht auch weitergehende Gruppen als das die Piratenpartei, so wie dieses Liquid Friesland, was da ja jetzt angefangen wurde, dass so ein Landkreis so ein Advocacy-artiges oder eben Liquid Feedback-artiges Tool benutzt, um Bürger an Beteiligung, an Entscheidungen beteiligen zu lassen. Ist das eine Möglichkeit oder sollte man das irgendwie doch anders machen?
zuerst kurz die Frage, ja, ich benutze Liquid Feedback. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich es auch ein bisschen häufiger machen. Das Problem an der Software ist derzeit noch, dass die Oberfläche nicht sehr komfortabel ist. Also ich denke, so wie es momentan ist, ist es für den Durchschnittsbürger leider nicht sonderlich nutzbar. Man sieht es ja auch daran, dass selbst Piraten nach Schulung immer noch nicht so richtig damit klarkommen. Da muss also noch dran gearbeitet werden, aber das ist, sage ich mal, eine Programmiersache. Das kann man lösen. Was das Friedland-Modell angeht, da war ich ein bisschen überrascht, dass es ausgerechnet dort stattfand, aber ich habe mir dann so überlegt, ist eigentlich logisch, weil die Inseln sind ohnehin immer voneinander abgeschlossen und die Leute können dort je nach Wetterbedingungen vielleicht auch mal ein, zwei Wochen überhaupt nicht anders miteinander kommunizieren, also persönlich. Und gerade wenn so das Gebiet relativ groß ist und wenig Bevölkerung hat, denke ich mal, ist so eine Software sehr gut geeignet, um gewisse Abstimmungsprozesse oder auch einfach Verwaltungsprozesse abzukürzen und die Beteiligung von allen zu ermöglichen. Man hat ja auch jetzt hier in Sachsen-Anhalt, ist ja auch relativ dünn besiedelt, schon oft das Problem, dass Leute, die auf dem Dorf wohnen, zum Ort zum Beispiel wollen und es eigentlich gar nicht geht, weil zweimal am Tag bloß ein Bus fährt. Und dann ist auch politische Beteiligung kaum möglich. Von daher denke ich, ist das Projekt in Friesland wirklich etwas, das man im Auge behalten sollte. Und ich hoffe, das kommt dort gut raus. Okay. Anja, du hast sicherlich auch schon davon gehört, dass die Mecklenburg-Vorpommern ja die ständige Mitgliederversammlung eingeführt haben als noch vielleicht weitergehendes Tool als Online-Parteitag. Was hältst du von dem Konzept, dass wir unsere Mitgliederversammlung auch im Online-Bereich jederzeit ohne letztendlich Anfang und Ende machen, damit wir eben auch richtige Beschlüsse jederzeit fällen können, ohne dass wir uns zwei, dreimal im Jahr eben vielleicht über lange Strecken irgendwo treffen müssen? Ist das ein Konzept? Ja, also so weit das im Fokus habe, ist das ein relativ umstrittenes Ding. Also ich sehe dort auch Vorteile. Also man muss auch bedenken, dass wir halt auch Mitglieder ausgrenzen, wenn wir halt sagen, das ist jetzt ein großer Landesparteitag in Bochum. Und es ist halt, man muss sagen, es ist auch mit enormen Kosten verbunden. Also ich habe das bei mir persönlich auch gemerkt, mit Anreise, Hin- und Rückfahrt und dann dort noch den Übernachtungen im Hotel oder so, da kommt schon eine ganze Summe zusammen. Und das ist natürlich auch ein zeitlicher Aspekt, dass man sich eben dort dieses Wochenende freihalten muss. Was ist mit den Leuten, die auch am Wochenende berufstätig sind und so? Das ist schon schwierig. Also da grenzen wir halt Mitglieder aus. Genauso könnte man den Spieß auch umdrehen und könnte sagen, okay, wenn wir das jetzt dauerhaft online machen, dann grenzen wir halt die Offliner aus, die halt vielleicht gerade sagen, jawohl, ich möchte halt einen Bundesparteitag haben, ich sehe dort die Leute. Und das ist halt auch, also es gibt auch andere Aspekte, also zum Beispiel, dass man halt, also es gibt ja viele Leute, die darauf Wert legen, dass man eben sich auch mal zusammensetzt, dass man eben persönlich beieinander sitzt und auch dieses Gemeinschaftsgefühl eben hat, wenn man dort mit 3000 anderen Piraten in einem Raum sitzt und dann gemeinsam was entscheidet. Das ist schon eine tolle Atmosphäre. Also ich kann mich dort nicht eindeutig positionieren. Ich finde, es ist ein interessantes Konzept, aber die unschwierigen Punkte müssen halt noch gelöst werden und dann halt eben basisdemokratisch entschieden werden, ob wir das eben haben wollen oder nicht. Okay. Rinne, ich merke, du brennst darauf, auf Andreas zu antworten. Du hattest ja vorhin Notizen gemacht. Ich möchte jetzt kein unbedingtes Zwiegespräch schaffen, aber wenn du einen Kommentar darauf hast, dann würde ich dir jetzt mal die Chance geben. Ja, ich wollte nur eine Kleinigkeit ergänzen. Ich denke, du meinst das auch genauso, aber dieses Liquid Feedback besser zu machen oder dieses nutzbar zu machen, ist jetzt nicht nur eine Sache der Programmierung, sondern das ist halt wirklich ein Konzept, was dahinter stehen muss, ein soziales Konzept an der Stelle, mit der einfach das Politikmachen auch wieder mehr Spaß macht. Ja. Also derzeit ist es halt wirklich noch ziemlich langweilig. Ja. Politik war immer das Problem, dass es langweilig war oder hatte lange Zeit das Problem. Wir haben es wieder spannend gemacht und ich glaube, mit Feedback sind wir genau den gegenteiligen Weg wieder. Also wir müssen halt gucken, dass wir da wieder in spannendere, spaßige Regionen kommen, damit Leute einfach das auch in ihrem Alltag benutzen wollen. Und deswegen steht da mehr dahinter als nur reine Programmierung.
gut, Ralf. Auch an dich die Frage, ob du Liquid Feedback benutzt, ob du das erstmal für ein gutes Konzept hältst. Und auch gleich noch, es gibt ja verschiedene Varianten und jetzt auch schon Versuche, einen dezentralen Parteitag zu machen. Also wir hatten das in, ich glaube, Trier und das wird es jetzt auch im März in Thüringen geben, in Gotha, dass wir einen Kreisparteitag machen, der im Prinzip an mehr als einem Ort physisch stattfindet, also in einfach zwei Hallen oder in zwei Räumen. Findest du, dass das funktionieren kann, eben auch hochskaliert auf Landes- und Bundesebene? Oder müssen wir vielleicht noch einen ganz anderen Weg gehen? Wie ist das mit deine Stellungnahme? Ja, also erstmal zum ersten Teil der Frage. Liquid Feedback benutze ich noch nicht, weil ich eben zu dieser alten Generation gehöre, die eben Schwierigkeiten haben, in diverse Programme reinzukommen. Also ich mache da eigentlich mehr so diese klassische Art. Ich gehe auf die Leute zu, ich kommuniziere mit denen. Halt auch geht über Facebook die Thesen verbreiten und das funktioniert wunderbar. Jetzt bin ich auch Gott sei Dank endlich im Mumble drin, weil mir das ein Piratenfreund installiert hat. Ja, und zum zweiten Teil muss ich sagen, also kann man jetzt nicht so direkt sagen, das muss man erstmal ausprobieren. Viele Dinge sind ja in der experimentellen Phase und man kann jetzt nicht von vornherein sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Ich persönlich tendiere dazu, ja, dass es funktioniert, weil man kann viel mehr Leute damit erreichen. Inwieweit jetzt das abgestimmt werden muss mit dem Disziplinverhalten etc., muss man erstmal sehen. Aber im Großen und Ganzen stehe ich der Sache eigentlich sehr positiv gegenüber. Gut, mich würde mal interessieren, ob ihr schon mal vor einer wirklich größeren Menge Reden gehalten habt, ob ihr euch schon mal in einer Podiumsdiskussion geschlagen habt, also nur auf Wörterebene geschlagen habt, ob ihr irgendwie Erfahrung in der Rhetorik habt oder allgemein schon mal viele Vorträge gehalten habt oder solche Sachen. Direkt mal wieder bei dir. Nein, vor einer größeren Menge habe ich noch nicht gesprochen. Ich merke, dass ich zum Beispiel hier auch so ein bisschen nervös bin, aber das kriege ich schon irgendwie in den Griff. Rhetorisch geschult würde ich sagen auch nicht so wirklich, aber so intuitiv denke ich, kann ich schon ganz gut reden eigentlich. So. Ein bisschen nervös sein ist nicht schlimm, das stärkt die Aufmerksamkeit. Gewaltig. Also ich weiß, dass Reden nicht meine Stärke ist. Ich bin eher der Schreiber. Ich habe diverse Vorträge gehalten an der Uni oder auch mal vor einer Schulklasse, da waren wir vor einem Jahr im Gymnasium. Also wenn ich Zeit habe, mich darauf vorzubereiten, ist es auch kein Problem, wenn ich halt das Thema kenne. Ansonsten kann ich bloß sagen, ich habe viel Erfahrung im Nachdenken und wenn ich schaffe, das auf meine Zunge zu bringen, so dass es auch verständlich ist, dann ist es kein Problem. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr glücklich. Das hängt bei mir damit zusammen, dass ich eine Aus- und Fortbildung im Einzelhandel als Verkäufer gemacht habe und dort halt den ganzen Tag beschäftigt war, mit Leuten zu reden und denen halt zu verkaufen, warum sie jetzt gerade dies und das kaufen sollen. Und jetzt auch im Studium, also ich studiere dual und da bin ich auch halt sowohl im theoretischen als auch im praktischen Bereich dabei, andauernd irgendwelche Vorträge zu Fachthemen zu halten. Also auch darin bin ich sehr geübt. Ich habe auch schon vor größeren Leuten, also so 600 Leuten oder so, habe ich auch schon Vorträge gehalten, wo ich noch keine Erfahrung habe, ist eben so eine Podiumsdiskussion, wo man sich nicht so wirklich darauf vorbereiten kann, wo man nicht weiß, welche Frage jetzt als nächstes kommt, so wie heute. Ja, ich hätte fast mal körperliche Schläge bekommen in der Podiumsdiskussion, ja, von jemandem, der denkt, wie zugeübt war. Ja, Rede mache ich sehr gerne. Ich rede leider dann auch relativ viel manchmal. Ich habe eben jetzt 4 Jahre Hochschulpolitik gemacht. Da ist man eben gewohnt, dann auch viele Dinge auch zu diskutieren, verschiedene Podiumsdiskussionen zu gehen. Ich habe auch schon Stellungnahmen für Landtagsausschüsse ausgearbeitet und dort vorgetragen. Und ja, ich habe da schon mit vielen Leuten Kontakt. Wenn du dann irgendwann mal eine Sitzung geleitet hast, in der irgendwie 60, 70 Leute sind, kennst du ja sicher, dann kommt man da irgendwann in so eine Ruhe rein, die dann auch einfach Spaß macht. Kannst du mir das beibringen? Hm? Kannst du mir das beibringen? Klar. Okay, jetzt kann ich dir das erstellen.
Ja, aber schon vielleicht Empfehlungen aus Thüringen. Wir machen regelmäßig Rhetorikkurse, die es aber nicht so zu verstehen sind, als da wird das richtig krasse Rhetorik-Meisterschaftszeug beigebracht, sondern einfach nur dieses wie schaffe ich es, einfach mal entspannt vor Leuten zu reden oder zumindest so zu hören, als wäre ich entspannt. Das ist eigentlich ganz einfach. Im Zweifel, wenn es aber wollt, dann schickt euch gerne mal, dann organisieren wir was. Das ist jetzt sehr gut. So, was mich jetzt mal sehr interessieren würde, auch als Vorbereitung für die späteren Fragen, wäre so eure Interessen, wenn ihr Bundestagsabgeordneter seid, in welchen Ausschüssen ihr arbeiten würdet, was eure Fachthemen wären, oder ob ihr vielleicht eine besondere Aufgabe in der Fraktion übernehmen wollen würdet. Also es gibt ja zum Beispiel die Vorsitzenden und die Stellvertreter und die parlamentarischen Geschäftsführer und deren Stellvertreter. Ob ihr euch da schon irgendwas ausgesucht habt, was euch sehr interessieren würde und eben auch warum. Umfangreiches Thema. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwas ausgesucht habe und gesagt habe, jo, das mache ich. Die Leute, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, ich bin irgendwie der Typ, der immer das macht, was sonst keiner macht. Ich muss nicht im Rampenlicht stehen und ich möchte auch keinen Fraktionsvorsitz machen. Ich bin eher so die Garnitur, ich mache meine Arbeit und muss nicht irgendwelche anderen Leute anmelden. Themenmäßig habe ich ja vorhin schon erwähnt, dieser Bereich der Commons, was jetzt ein bisschen eingeschränkt als Allgemeingüter übersetzt werden kann, wo dann verbunden werden kann, so Open Source und alle möglichen Sachen, die oben ganz vorne stehen haben. Und ja, mir ist da erst vor der Woche so der Gedanke gekommen, am besten geeignet für diese ganzen Sachen eigentlich das Entwicklungshilfeministerium. Denn in den südlichen Ländern sind diese Sachen erstens mehr verbreitet, auch noch vom, ich sag mal, ureinwohnermäßigen Verständnis her. Und dort könnte man eigentlich piratische Politik am besten unterbringen. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, wie es in Deutschland ist, wo man gegen die ganzen alten Institutionen ankämpfen muss, ja, das ist deutlich schwieriger. Aber das war jetzt wirklich bloß ein Gedanke, der immer zufällig vor ein paar Tagen gekommen ist. Ja, also ich habe dort auch drüber nachgedacht und ich hätte jetzt zwei Richtungen, in die ich sehr gerne mich engagieren würde. Das eine wäre halt die Wirtschaft, weil ich mich jetzt seit 6 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Wirtschaft befasse, also nicht nur beruflich im Studium, sondern auch privat. Also ich denke, da habe ich auch einiges an Fachkenntnissen, was dort hilfreich sein könnte, sowohl im Bereich der Mikro- als auch der Makroökonomik. Und das zweite Thema wäre halt Umwelt. Das ist ein Thema, was mich wirklich privat sehr stark beschäftigt, wo ich eigentlich auch versuche, jeden Tag irgendwie neues Wissen zu bekommen und auch gerne mal meine Mitmenschen damit nerve, was ich denn eigentlich alles ändern müsste. Ich habe aber allerdings auch kein Problem damit, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, es gibt jetzt Leute, es gibt jemanden, der ist für Wirtschaft besser geeignet, es gibt jemanden, der ist für Umwelt besser geeignet, wenn ich dann in irgendeinen anderen Bereich reingehen würde. Denn ich habe innerhalb meines Studiums und auch vorher gelernt, dass man sich eigentlich für jedes Thema begeistern kann. Also man findet sich da rein und ich habe es auch gemerkt, dass man einfach die Motivation, dass das interessant ist, die kann man entwickeln, das kann man üben. Und ansonsten, also einen genauen Posten, also jetzt Fraktionsvorsitzender oder so, da habe ich mich jetzt noch nicht für mit befasst. Also ich habe das gemerkt, als ich jetzt in die Piraten reingekommen bin. Ich mache auch gerne mal Mädchen für alles. Also ich habe mich da an den Infostand gestellt und habe dann auch gemerkt, okay, nee, jetzt brauchen wir doch jemanden, der irgendwas organisiert. Und bin ich halt in die Orga mit reingegangen und bin ich halt irgendwann jetzt in den Vorstand mit reingerutscht und mache jetzt Materialien mit. Also da bin ich relativ flexibel, was die Aufgaben dann angeht. Also fraktionsinternen Dinge zu verteilen, jetzt schon im Vorfeld, ist eigentlich, glaube ich, ein bisschen eine blöde Sache. Dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel auf dem BPT auch mit der Tina zusammen mit vielen anderen Leuten aus anderen Landesverbänden gesprochen habe, bin ich mir relativ sicher, dass ein Kandidat aus Sachsen-Anhalt keinen Fraktionsvorsitz machen wird. Da gibt es andere Kandidaten, die da sehr stark auftreten und sich gerne viel stärker in den Vordergrund stellen. Tina lacht schon, weißt du, wie ich meine. Wie sich ansonsten die Fraktion organisiert, das muss die Fraktion dann rausstellen. Inhaltliche Arbeit ist für mich relativ klar. Der Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, zumindest ist es so, wie der Ausschuss jetzt heißt, wie das natürlich in der neuen Legislatur aussieht, weiß man jetzt noch nicht.
Zumindest würde ich in die Richtung gehen, weil Bildungskonzepte überlege ich mir, seitdem ich irgendwie Schüler bin. Forschung, klar, ich habe jetzt Hochschulpolitik gemacht, das ist da relativ stark drin. Und es ist immer ganz lustig, lest euch mal irgendwelche Stellungnahmen von Leuten in Technikfolgenabschätzungen durch, von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von der Technik haben. Das macht immer relativ viel Spaß. Und wir müssen uns ganz klar sein, und deswegen würde ich auch in den Bereich des Inneren wahrscheinlich gehen, dass wir sind halt eine kleine Partei. Ja? Wir werden auch definitiv irgendwie keine Kraft haben, im Bundestag irgendwas umzusetzen. Ja? Das zumindest durchzusetzen, ne? Dieses schöne Wort durchsetzen immer. Was wir machen können und was wir erreichen werden, ist ein Bewusstsein schaffen. Ne? Der Punkt ist, dass die Leute, die jetzt derzeit im Bundestag sitzen, viel Blödsinn machen, weil sie im Bundestag sitzen und nichts anderes kennen. Was wir da machen können, ist eben mit den Leuten reden, neue Ideen reinbringen, ihr Bewusstsein auf was Neues schulen. Und das ist das, was ich die letzten 4 Jahre gemacht habe, was ich gut gemacht habe. Und damit können wir auch sowas im Bereich des Inneren zum Beispiel einfach was bewegen, indem wir viel stärker das Bewusstsein einbringen, hey Leute, auf Menschen vertrauen geben. Ja, so direkt gefasst habe ich mich auch noch nicht damit, was ich machen würde, aber wenn man mir die Entscheidungsgewalt überlassen würde, dann wäre ich so mehr eigentlich für diese emotionalen Themen, also so zum Beispiel Tierschutz ist ein Anliegen von mir. Ich sehe zum Beispiel nicht ein, dass heutzutage immer noch Tiere als Gegenstände betrachtet werden. Also wenn man ein Tier quält, dann ist es halt Sachbeschädigung. Aber Tiere haben eben auch Gefühle, das ist meine Ansicht. Zum anderen interessiert mich auch stark Außenpolitik, was zum Beispiel gerade in Mali passiert. Das ist also eine Sache, die mich emotional sehr aufwühlt. Also es geht da sicherlich nicht nur um humanitäre Hilfe, es sind auch wirtschaftliche Interessen verstrickt. Frankreich ist nun also im Moment also unheimlich aggressiv, die bösen Taliban da zurückzudrängen. Andersherum ist es wieder so, na klar, es ist gefährlich, Terroristen sind alles andere als lupenreine Demokraten. Da muss man schon ein Auge drauf haben, es ist also ein zweischneidiges Schwert. Aber wie gesagt, Außenpolitik ist meine Sache. Zum Beispiel auch, was in Algerien jetzt passiert ist. Ich meine, normalerweise kenne ich das so, ich würde zum Beispiel mit Terroristen verhandeln, auch wenn das verpönt ist. Ich meine, es geht immer um Menschenleben und da kann man nicht einfach mit der Axt im Walde mal da so einen Luftangriff starten, na gut, dann kille ich mal ein paar Geiseln, aber die Terroristen haben wir auch erledigt. Ich meine, so geht's nicht. Das ist also, da sollte man auch von Seiten der Bundesregierung mal Alarm machen und wirklich sagen, also da ist was daneben gegangen, das muss man jetzt aufarbeiten. Halt, das sind so meine Sachen, Tierschutz und Außenpolitik. Das ist schon ein sehr interessanter Punkt angesprochen. Es gibt ja, wie gesagt, gerade diesen Kriegseinsatz in Mali und Deutschland schickt da jetzt 2 Transall-Flugzeuge hin. Und gerade heute oder in den letzten Tagen hat der amtierende Bundestagspräsident Norbert Lammert gesagt, das kann ja wohl nicht unser Ernst sein, das kann doch keine ernst gemeinte Beteiligung in Deutschland an so einem Krieg sein, da muss viel mehr kommen. Was sind in deinen Augen die Voraussetzungen für einen militärischen Einsatz, also für einen gewalttätigen Einsatz unserer Truppen im Ausland? Ist das überhaupt möglich oder sind wir volle Pazifisten ohne Einschränkungen? Ich sag mal so, unsere Regierung hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, was alles möglich ist in der Richtung. Auch wenn es zum Beispiel im Grundgesetz fest verankert ist, dass die Bundeswehr eine reine Verteidigungsarmee ist. Das muss man erstmal so festhalten. Klar, humanitäre Hilfe bin ich immer dafür, sofort. Also Sanitär, Transportflugzeuge, okay. Aber wie gesagt, es dürfen damit nur Lebensmittel transportiert werden, es darf damit nur Medizin transportiert werden, keine Waffen, nichts. Weil man darf jetzt eins nicht vergessen, wir hatten zum Beispiel gestern am Stammtisch auch diese Diskussion, wenn jemand sich verpflichtet, dann sagt man ja immer, naja gut, der weiß ja, was auf ihn zukommt. Aber so ist es im Grunde nicht. Wenn man jetzt mal emotional davon ausgeht, wer sich verpflichtet, der sieht im Moment eigentlich keine andere Möglichkeit. In der Wirtschaft kann ich im Moment durch die hohe Arbeitslosigkeit nichts erreichen, bestenfalls über eine Zeitarbeitsfirma. Also verpflichte ich mich, da werde ich ausgebildet, da kann ich vielleicht dann für später mal meine Grundsteine legen. Und wenn dann aber solche Einsätze kommen, dann geht es da um Menschenleben, es geht um Persönlichkeiten. Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit und hat Empfindungen.
Und da kann man nicht einfach leichtfertig sagen, ich schicke unsere Mädels und Jungs jetzt hier unten hin, die ballern da alles kurz und klein und dann kommen wir wieder zurück. Weil wir haben gesehen, wie katastrophal das in Afghanistan geworden ist, wie katastrophal das im Irak gelaufen ist. Wir machen immer den Fehler, dass wir versuchen, unsere Prinzipien anderen aufzudrücken. Also wir kommen mit anderen Mentalitäten nicht zurecht. Wir müssen einfach lernen, die Kulturen zu verstehen und auch zu akzeptieren. Wir müssen ganz einfach sehen, dass zum Beispiel jemand, der im Islam groß geworden ist, den Koran als Gesetz sieht. Das kann, ist für uns schwer nachvollziehbar, weil wir halt eben säkulär leben. Wir trennen Staat und Kirche voneinander, was ich für mich als Mitteleuropäer auch in Ordnung finde. Dort kann man aber jetzt nicht einfach reingehen und sagen, wir machen da jetzt alles kaputt, wir schaffen eine neue Ordnung und wenn dann irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann gehen wir wieder raus und lassen euch mit dem ganzen Schuld alleine. Dann haben wir auch die Verpflichtung, da weiter zu bleiben und zu helfen. Es geht nicht darum, irgendwelche wirtschaftlichen Ansprüche zu stellen. Es geht einfach darum, Menschen in anderen Teilen dieser Welt zu helfen. Ich meine, dafür sind wir da. Das ist unsere humanitäre Aufgabe. Also militärische Einsätze lehne ich prinzipiell ab. Ich muss jetzt nicht bei jedem Thema jeden von euch dran, deswegen zeigt mir am besten auch immer so ein bisschen an, wenn ihr genau dazu noch was sagen wollt, sonst würde ich immer auch durch die Themen ein bisschen mehr Deutsch bringen. Möchte jemand von euch direkt dazu? Genau. Ich muss sagen, ich habe von Außenpolitik relativ wenig Ahnung. Was du gesagt hast, dem stimme ich voll zu, dass wir immer versuchen, unsere Prinzipien auf andere abzuwälzen oder auch irgendwie abzudrucken. Das stellt sich mir die Frage, sagst du da auch, dass eventuell Demokratie gar nicht überall der richtige Weg ist? Nein, das will ich damit eigentlich nicht sagen. Ich möchte damit eigentlich eher sagen, dass es verschiedene Arten von Demokratie gibt und dass man die Demokratie anpassen muss. Also ich möchte damit eigentlich sagen, wir zum Beispiel hier, wir fangen gerade an mit unserer Basisdemokratie und innerhalb unserer Partei funktioniert das wunderbar. Da haben wir schon die etablierten Parteien, ich benutze das Wort nicht so gern, sagen wir mal die großen Volksparteien, ein Problem mit. Die sind halt noch auf die alte konservative Art und Weise eingestellt. Wir werden mal aktiv kurz vor den Wahlen, versprechen den Leuten was und dann entscheiden wir selbst. Die Bevölkerung gibt uns ja das Mandat, das ist Demokratie. So. In anderen Teilen ist es eben so, nehmen wir doch nur mal den Islam. Also im Koran ist ja halt die Scharia fest verankert und da muss man eben sehen, ob man da nicht peu à peu in die Richtung geht. Aber nicht von heute auf jetzt, sondern halt stückchenweise. Man kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt macht die Demokratie und die wissen überhaupt nicht, wie es funktioniert, wie es läuft. Weil es ja da unten immer noch um Machtkämpfe geht. Da sind ja immer noch einzelne Clans, die um die Macht kämpfen. Und die benutzen das Wort Demokratie, meinen aber was völlig anderes, meinen Totalitarismus in ihrem Sinne. Und da muss man eben gegensteuern und langfristig dort bleiben. Also immer wieder, man muss Botschafter hinschicken, man muss kommunizieren und über diesen Weg versuchen, das zu ebnen. Also Demokratie auf jeden Fall, aber halt nicht so schnell. So sehe ich das. Also es ist so, wenn es einen militärischen Einsatz, welche Form auch immer gibt, dann ist das eigentlich ein Versagen der Politik. Ja, so ist es gut. Es gibt diesen schönen Satz, Krieg ist nur die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Der Satz ist leider in vielen Fällen immer noch wahr. Und wir müssen einfach auch immer wieder versuchen, wie du es schon gesagt hast, auf friedlichem Wege dort in den Ländern darauf einzuwirken, dass es halt nicht zu Kriegen, Bürgerkriegen, ethnischen Säuberungen oder wie immer man das dann nennt und was es gerade ist, kommt. Das ist alles andere als leicht. Wie kommen wir dann wieder zum Entwicklungshilfeministerium? Wir haben diverse Konflikte, Nord gegen Süd, das geht dann wirtschaftlich, es gibt Rohstoffe, es gibt eine schöne Untersuchung, dass dort, wo es Öl gibt, je mehr Öl es gibt, desto mehr Gewalt gibt es. Das ist, geht alles wieder auf die Wirtschaft zurück und wir müssen da irgendwie versuchen, einen Ausgleich zu finden zwischen den, ich nenne es jetzt einfach mal armen und reichen Ländern. Ich glaube, jetzt ist hier irgendwie der Ton weg. Ich glaube, der Akku ist leer von dem. Kann das sein?
Ich werde auch fertig. Okay. Tja, die Technikpartei, wir haben immer viel Spaß damit. Okay, gut, das stimmt natürlich. Ja, ich habe jetzt gleich an die Anne eine neue Frage. Ich weiß natürlich darauf auch nochmal eingehen, wenn du möchtest, aber also wir haben ja gerade über so Grenzen auch des Einmischens gesprochen in andere Länder. Mich würde eine andere Grenze interessieren. Wir halten ja immer den Begriff Freiheit sehr hoch und gerade auch Meinungsfreiheit. Das kann aber natürlich auch sehr schnell missbraucht werden. Also dieses Motto, ja das, was ich gerade gesagt habe, ist, das fällt unter Meinungsfreiheit. Und damit kann man Leute sehr, sehr schnell beleidigen, verärgern oder ganz schlechte Dinge tun. Wo siehst du vielleicht Grenzen von Freiheiten oder so, auch von gerade der Meinungsfreiheit? Ja, also bei der Meinungsfreiheit ist einfach, das ist halt ein Sprichwort, der Ton macht die Musik. Also es kommt darauf an, also ich habe kein Problem damit, Kritik zu äußern. Also es hat sich auch in manchen Teilen des Landes über schon gesprochen, dass ich da ein Faible habe für Kritik zu äußern. Es ist allerdings wichtig, dass man diese Kritik ruhig und sachlich äußert. Und dann geht der andere auch ganz anders damit um und so kann man auch das Ausbrechen von Konflikten vermeiden. Also es ist einfach, wie ich das sage, ob ich jetzt so eine Killerphrase verwende, wie das ist Schwachsinn, dann fühlt sich der andere natürlich angegriffen, fühlt sich auch persönlich angegriffen. Oder ob ich sage, nee, das ergibt jetzt für mich nicht so viel Sinn, weil, und dann einfach eine sachhaltige, also eine Argumentation liefere, die eben sachlich fundiert ist. Also da ist für mich die Grenze der Meinungsfreiheit eben, dass man sie nicht absolut ziehen kann, sondern dass es eben wirklich ein schmaler Grat ist in der Formulierung, wie die geäußert werden muss. Okay. Möchte jemand von euch dazu was sagen? Sonst würde ich direkt auch dann schon zum nächsten Thema kommen. Eine andere Freiheit ist freier Code, also freie Quellen, freie Software. Open Source ist vielleicht so ein Thema. Vielleicht habe ich direkt die Frage, nutzt ihr selbst vordergründig freie Software, Open Source, oder benutzt ihr auch gerne geschlossene Sachen, proprietäre Software, Microsoft, Apple und so weiter? Und wie steht ihr vor allem auch zu offener Software in der Verwaltung? Also wir sehen ja gerade in München funktioniert das relativ gut mit diesem Betriebssystem Linux, was auf Linux basiert. Findet ihr, das ist ein guter Plan, auch wenn es vielleicht Probleme bei den Sachbearbeitern bringt, weil die damit unbedingt umgehen können oder weil sie es nicht wollen und nicht lernen können? Muss man da noch viel stärker rangehen? Ich glaube, du kennst da auch zu antworten. Oh, ich glaube, das ist Melanies Thema. Aber ich hab jetzt bloß mit dir hingeriegen, weil der hat es halt so geguckt, weil er nämlich immer auf mich schimpft, weil ich so ein Apple-Fanboy bin. Ja. man darf einfach nicht vergessen, dass das Betriebssystem auch noch ein Stück freier ist als in Windows zum Beispiel. Ich benutze Open-Source-Software vor allem im Serverbereich. Also Linux ist ein total geiles Betriebssystem, außer mit dieser Benutzeroberfläche, die sie da drauf frickeln. Das ist immer total fürchterlich, deswegen benutze ich Apple, weil ich gerne effizient arbeite. Dann sind wieder wie alle. Software, die ich programmiere, ist prinzipiell frei. Also ich habe bisher auch noch nichts gemacht, was irgendwie proprietär war. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Firmen, die ihre Software eben offen stellen und die sehr offen auch mit ihrer Firmenstruktur und allem umgehen, dass die auch besser leben. Das sieht man mit allen möglichen Bereichen. Es gibt relativ wenig Anwendungsfälle, wo geschlossene Systeme da sinnvoll sind. Das liegt einfach daran, dass wir als Gesellschaft dann dahin kommen müssen, Dinge halt nur einmal zu machen. Damit haben wir jetzt gerade mit der Computertechnik die unglaubliche Chance, Dinge halt einmal zu machen und nicht hundertmal neu zu erfinden. Und umso mehr wir als Gesellschaft teilen, desto weiter kommen wir. Ich glaube, ich gebe da mal noch an Lenny ab. Der hat da noch ein paar mehr gute Beispiele. Genau. Ja. Eigentlich würde ich eher die anderen lieber dran, das ist mir auch naja, weil es ist halt mein Gebiet, da können andere auch mal was vorher dazu sagen. Ja. Das ist halt doch was ganz Besonderes, was nicht erwartet ist, das andere sagen. Also generell erstmal, ich benutze beides, Windows, Linux, Thunderbird, irgendwie so ein Mischmasch. Das Problem momentan ist ja, dass man, wenn man Spiele spielen will, und Windows gar nicht im Mund kommt. Interessant in dem Zusammenhang,
ist, dass Steam gerade versucht, sozusagen sich selbst auf Linux lauffähig zu machen. Ich mache jetzt auch Steam nicht, weil das ist auch so ein blödes DRM-Zeug. Aber das könnte tatsächlich Linux zu einem gewissen Durchbruch auch im Desktop-Bereich bringen. Das ist ganz interessant. Wenn wir schon in dem Bereich sind, AMD hat gerade irgendwas mit offener Hardware gemacht im Serverbereich. Intel werkelt da auch an irgendwas rum. Also es setzt sich gegenwärtig auch diese Erfahrung durch, dass Open Software auch im größeren wirtschaftlichen Bereich durchaus nützlich sein kann. Und außerdem, was von der anderen Seite kommt, merken gerade die Technologiefirmen, dass das Patentsystem gerade in den USA sowas von entwicklungshemmend ist, dass da selbst diese schon einige sagen, also wir wollen jetzt nicht länger Milliarden ausgeben für unsere diversen Rechtsstreit über Patent, Doppelklick oder irgendwie sowas, sondern wir wollen tatsächlich Technologien auch nutzen, wenn die schon da sind. Ja, es gibt so viele Themenbereiche, wo ich das sagen könnte, ich gebe erstmal ab. Genau. Ich möchte gleich das Thema noch erweitern im Softwarebereich, nämlich es ist ja immer wieder so ein hochkochendes Thema, dass die Bundesregierung oder die Länder oder die zum Beispiel das Bundeskriminalamt oder eben da auch die Länder gerne einen Trojaner haben möchten, einen Staatstrojaner. Oder das Thema Quellen-TKÜ, das ist ja im Prinzip auch das Gleiche. Oder eben Vorratsdatenspeicherung, damals das Zugangserschwerungsgesetz, diese ganzen Gesetzesvorschläge und diese ganzen Maßnahmen, die immer wieder kommen, immer wieder auch von uns bekämpft werden, von anderen Gruppierungen, die letztendlich Freiheiten der Leute beschränken, die Überwachung bedeuten. Ist es ein legitimes Mittel, Leute ohne ihre Kenntnis durch einen Staatstrojaner zum Beispiel zu überwachen? Wenn nicht, wie kann man herausfinden, ob Leute, oder wie kann man nachverfolgen und dann eben auch bestrafen, dass Leute vielleicht illegale Dinge mit dem Rechner tun, was auch immer da man sich drüber vorstellen könnte? Gut, also das mit der Vorratsdatenspeicherung und dem Staatstrojaner, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch eine umfangreiche Stellungnahme abgeben muss, also wir lehnen das natürlich konsequent ab und ich glaube auch nicht, dass du irgendjemanden auf einem Podium finden wirst, der sagt, Vorratsdatenspeicherung. Nee, also das ist natürlich konsequent abzulehnen. Also ich versuche mal von vorne anzufangen, also mein Gedächtnis weiß auch gerade schon wieder Lücken auf. Also ich benutze leider auch geschlossene Software und das ist bei mir der einzige Grund, warum ich das benutze, ist Faulheit. Weil ich eben, bevor ich zum Piraten kam, habe ich mich eben mit der ganzen Open Software und was da für Möglichkeiten dahinter stecken und so einfach nicht befasst. Und ich bin jetzt einfach so, dass ich halt gelernt habe, wie ich meine wissenschaftlichen Arbeiten und so, wie ich das eben mit der zahlpflichtigen Software machen kann. Also ich habe die auch kostenlos. Und ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, da ein Open-Source-Programm zu suchen und das halt einfach mal komplett neu zu machen, auch jetzt, wo ich fast mit dem Studium fertig bin. Also die letzten zwei Arbeiten, die werde ich jetzt noch so schreiben und danach wahrscheinlich umstellen. Ansonsten in Wirtschaft und ganz besonders in Verwaltung, was ja auch Staatsgelder kostet, sehe ich keinerlei Gründe dafür, dass man da weiter Microsoft oder ähnliches benutzt. Da natürlich auf jeden Fall Open Source Software. Also das Geld ist wirklich zum Fest darauf geschmissen, was dort ist. Und ich habe es auch im Zuge des OB-Wahlkampfes in Halle gemerkt, eben was da für Summen zusammenkommen können. Da gibt es ja auch Rechnungen aus München. Ja, also wie gesagt, Staatstrojaner und Vorratsdatenspeicherung, da gibt es für mich einfach keine sinnvolle Argumentation, einfach pauschal jeden Bürger unter Verdacht zu stellen und den abzuhören. Das geht sowas gegen die Grundrechte, das kann man einfach nur ablehnen. Welche Alternative es da gibt, ja, weiß ich nicht. Also ist natürlich schwierig. Wir wollen eben, das ist ja der Grundgedanke, dass wir eben nicht jeden pauschal unter Verdacht stellen und bestrafen, wenn es eine Straftat gab. Ja. Ja, also ich kann mich da alle nur anschließen. Also überhaupt die ganze Überwachungsmechanik ist für mich sehr unheimlich, weil ich auch das Gefühl habe, dass man 80 Millionen Bürger unter Generalverdacht stellt. Es scheint mir so, dass unser Staat den Bürgern überhaupt nicht vertraut. Frage, wieso? Das ist erstmal das Erste, was mir damals kam, dieses große Fragezeichen über dem Kopf, wieso? Wie könnte man das jetzt alternativ lösen? Ich würde ganz einfach sagen, auf die klassische Art und Weise,
indem man, allerdings muss ich wieder dazu noch sagen kurz, dass eben, was die Finanzen angeht, das müssen andere machen. Da habe ich nun wirklich nicht so viel Ahnung von. Aber ich denke ganz einfach, die klassische Art und Weise wäre, wenn sich irgendwo Verdachtsmomente auftun, dass man diese Menschen auf die konservative Art und Weise observiert, bis man herausfindet, ob da nun Verbrechen stattfinden sollte, stattgefunden hat, etc. Aber auf die, wir sparen Geld und deswegen überwachen wir gleich mal pauschal alle. Das lehne ich prinzipiell ab. Das ist widerlich. Das ist richtig regelrecht widerlich. Sowas macht man einfach nicht. Das erinnert mich an Zustände, die eigentlich schon seit über 22 Jahren vorbei sein sollten. Also wie gesagt, Bundestrojaner, Funkzellenüberwachung etc. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass der Verfassungsschutz immer wieder anmahnt, dass illegale Abhörfunktionen stattfinden. Aber unsere Ordnungshüter sind da trotzig wie kleine Kinder, jetzt erst recht. Die sagen zwar, das dürfen wir nicht, wir machen es aber trotzdem. Und ich meine, auf welcher gesetzlichen Grundlage basiert das? Ich meine, da muss man doch auch mal sich überlegen, ob man dann mit diesen Herren sich nicht mal an einen Tisch setzt und sagt, also bis hierhin und nicht weiter. Ganz konsequent. Ich möchte kurz was hinzufügen. Ja, weil du nämlich so schön gesagt hattest, warum misstraut der Staat seinen Bürgern? Es gibt da diesen schönen Satz, die Bürger sollen keine Angst vor dem Staat haben, sondern der Staat Angst vor seinen Bürgern. Und das ist auch das, was wir als Piraten eigentlich wollen, wenn man sich mal so überlegt, mit dieser Transparenz und Offenheit und zur Basisdemokratie, dass halt tatsächlich der Staat offen ist und man als Bürger einsehen kann, warum wurde das entschieden und dass man selbst Einfluss nehmen kann. Im Grunde ist dieser Satz eine Verkörperung dessen, was die Piraten für den Staat anstreben. Auch nur bitte ganz kurz, weil ich gerade einen Themenbruch mache, weil wir jetzt zum Ende der ersten Runde kommen. Ganz kurz, ich wollte nur zwei Dinge noch eingehen, die hier nochmal gefallen sind zwischendurch. Microsoft Office zum Beispiel, ja, ist ein relativ gutes Produkt. Ich halte echt nicht viel von Microsoft. Ja. Das Einzige, was sie halbwegs auch nicht gemacht haben, ist das Microsoft Office. Und Excel ist was, was funktioniert. Wenn man das gegenüber dieses OpenOffice oder LibreOffice stellt, ja, dann muss man sich manchmal überlegen, ob jemanden dafür zu bezahlen, was Gutes zu machen, nicht vielleicht eine gute Möglichkeit ist, um Arbeitszeit zu sparen. Ja? Also Open-Source-Produkte zu nehmen, wenn sie scheiße sind, ist nicht unbedingt gut, um Geld zu sparen, weil sie dann mehr Arbeit nehmen. Aber gut, manchmal müssen aber auch, und das ist auch ein Ding, Open-Source heißt nicht kostenlos. Ja? Man muss in unserem Staatssystem Leute auch entlohnen. Deswegen ist es auch gut, manchmal mit Open-Source Geld zu verdienen. Das funktioniert auch. Überwachungsstaat. Nehmen wir das Beispiel mit der Funkzellenabfrage. Sie haben jetzt in mehreren 10.000 Fällen das Ganze eingesetzt. Sie haben das, was Sie erreichen wollten, gar nicht geschafft. Und Sie haben in Berlin mit mehreren 10.000 überwachten Leuten einen Räuber zufällig gefunden. Das ist überhaupt nicht verhältnismäßig und das ist das Problem. Aber jetzt stellt sich eben die Frage, was eben die Frage stellt, wieso versucht man das gerade Quellen-TKÜ oder sowas einzusetzen? Naja, man muss sich vor Augen halten, dass viele Menschen die Technik, die dort neu ist, einfach nicht verstehen. Ja? Und da haben wir es einfach versäumt, und das sind wir auch immer noch dabei zu versäumen, weil wir das einfach auch irgendwann erklären, haben wir es versäumt, den Menschen zu erklären, wie das funktioniert, warum das funktioniert, dass sie das verstehen. Und dann sehen sie vielleicht auch, was für ein Schwachsinn wir machen. Also wir gucken da drauf und sagen, oh, ist doch totaler Schwachsinn, was ihr da macht. Ja, aber viele Menschen haben das einfach nicht verstanden und sehen das einfach nicht. Und das ist nicht, weil Menschen prinzipiell böse sind, sondern manchmal, weil sie Angst vor Unbekanntem haben. Und dafür müssen wir Bewusstsein schulden. Okay. Wir werden ja jetzt heute insgesamt vier Runden machen, deswegen komme ich jetzt zur letzten Frage dieser ersten Konstellation. Wir werden nachher nochmal einige vorne sitzen, aber eben mit anderen Leuten. Vielleicht auch zufällig mit genau den gleichen, aber das muss ja nicht unbedingt passieren. Meine letzte Frage wäre, ihr hattet es vorhin schon mal teilweise erwähnt, wie lange seid ihr jetzt schon bei den Piraten und wie gut fühlt ihr euch vernetzt? Und habt ihr schon eine Vorstellung von einem Team, also von Leuten, die euch aktiv unterstützen, wenn ihr Kandidaten seid, wenn ihr auf der Liste steht, wenn ihr dann in der Öffentlichkeit stehen müsst und Aktionen und Kampagnen fahren müsst, habt ihr Leute, die euch da aktiv unterstützen wollen? Ja, also ich bin seit einem Jahr, seit Januar 2012 dabei.
Und ein Team hätte ich dann auch schon, wenn es soweit wäre, aber eigentlich ist das noch so weit weg, dass ich mich da, also jetzt relativ gesehen, da überhaupt noch nicht mit befasst habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt seit 2009 dabei, seit der Gründung des Landesverbandes. Der letztendliche Tropfen, der ist fast überlaufen, brachte Worte ganz der Stoppschildgesetz. Ja, ich bin seitdem sehr, sehr lange Zeit der einzige Aktivbürger im Umkreis von 35 Kilometern gewesen. Ich weiß also, was es heißt, allein zu sein. Mittlerweile sind es bloß noch 20, wegen dem, der sich da, wegen Anze. Ja, also wie man an dieser Zahl schon sieht, so richtig Team ist da ein bisschen schlecht möglich. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass zum Beispiel die Leute, die gerade in der Projektgruppe Bundestagswahl dabei sind, sich dann auch noch ein bisschen in Zukunft mit einsetzen. Ja, und dann denke ich aber auch mal, dass ein paar andere im Land, die mich ja dann über die Zeit auch recht gut kennengelernt haben, sich ein bisschen für mich einsetzen. Ja, also Vernetzung so mittelmäßig, sage ich mal. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt großartig rumrennt und jetzt zu jedem, hallo, wer bist du, lass uns mal ein bisschen Smalltalk machen und so. Also ich habe die Leute eigentlich eher kontaktiert, wenn ich halt ein konkretes Anliegen hatte, wenn es ein bestimmtes Thema zu bearbeiten gab, dann habe ich das mit den Leuten halt zusammen gemacht. Und ich habe mir da jetzt auch noch keine Gedanken um irgendein Team gemacht, wen ich da jetzt gerne bei mir hätte oder nicht. Also ich wurde da halt einfach auf die aktiven Piraten, also in Sachsen-Anhalt natürlich primär, weil ich die am besten kenne. Und ansonsten einfach auf alle hoffen, dass da alle mitmachen. Also ich brauche da kein spezielles Team, nur weil ich die jetzt besonders gut kenne oder weil ich mit dem und dem befreundet bin, dass der jetzt in meinem Team ist. Nein, ich möchte da einfach jeden mit reinholen, dass da alle aktiv mitmachen. Wie lange bist du beim Piraten? Achso, Entschuldigung. Ja, ich bin jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr bei den Piraten. Ich bin so im Frühjahr 2012 dazu gekommen. Ja gut, habe ich schon gesagt, ich bin seit 2009 dabei. Ich habe eine Zeit lang war ich nicht so aktiv. Zeitlang habe ich das, also ich habe hauptsächlich im Magdeburger Bereich gemacht, das heißt, da kenne ich natürlich auch so ein paar Leute. War eine Zeit lang einfach komplett weg. Ja. Mittlerweile habe ich wieder relativ viele kennengelernt. Die Frage nach einem Team ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen ein sehr konservatives Konzept, sage ich mal. Das ist was sehr, sehr, ja, sehr typisch ist für das, was jetzt ist, aber nicht das, was Piraten sein können. Ein geiles Team ist so mein Twitter-Follower, ja. Und die Follower meiner Follower. Also so ja, mit Retweets erreicht man erstaunlich viele. Ansonsten kenne ich natürlich so ein paar Profis, ja. Ich weiß, mein Profi für Recherche, der bestimmt gerade einen Stream guckt und dann garantiert sich auch angesprochen fühlt. Ja, ansonsten hast du für jeden Themenbereich irgendwelche Leute, oder ich weiß, dass ich die Tina anrufen kann, wenn ich mal irgendwo in Sachsen jemanden Kontakt brauche. Also du weißt halt eigentlich immer, wer wen kennt, und das ist ja das Schöne bei den Piraten, dass es eben nicht ist, dass einer alle kennen muss, es sei denn, du bist cool. Und dann kannst du zur Not immer noch Kugel anrufen. Okay, ich danke vielmals. Das war jetzt erstmal die erste Runde. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann werden wir nochmal neu losen. Dann kommen die restlichen anwesenden Kandidaten dran und dann sehen wir uns alle später nochmal in der dritten oder vierten Runde. Ja. Viertelstunde. Ungefähr eine Viertelstunde Pause und dann geht es wieder weiter. Ich klingle euch dann wieder rein. Vielen Dank für eure Bereitschaft hier mitzumachen und viel Spaß auch mit der Veranstaltung. Ja, danke.